Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Let's Play Secret of Mana 2, der deutschen Übersetzung von den G-Trans. Mit dabei sind wieder der Kill Bill, ich grüße ihn. Hey, was geht? Und gerade frisch aus Amerika eingeflogen ist die Mary, ich grüße dich. Ja, vom roten Teppich. Hallo. Ja, genau, vom roten Teppich. Gerade 3 Oscars gewonnen für die Synchronisation des Charakters Mary in dem atemberaubenden Spiel Secret of Mana 2, der deutschen Übersetzung von den G-Trans. Ja, eiskalt. Unglaublich. 3 Oscars für eine Person, gibt's auch nicht oft, ne? Nee. So, wichtigster Nebencharakter, wichtigster Hauptcharakter und wichtigste Stimme in, als weiblicher Charakter. Oh mein Gott. Nein, fuck you. Eine blaue? Die ist blau? Was? Blaue? Die blaue Grimassenschuhe? Giram. Was? Grimassentruhe? Blau. Ne? Geil, krieg voll vom Ton, die. Nee. Hieß sie auch sonst immer Grimassentruhe? Hab keinen Blassen. Ich krieg erstmal hier tierisch eine vom Turm von mir und dann. Oh, blau, ne? Voll geil. Kibbel Special. Achso, ja. Yeah! Bam! Wie Fresse so. Ist eigentlich aufgefallen, dass man hier sogar den Schnee, wenn man da durchläuft, dass man da das hört? Ja. Das ist mir eigentlich noch nie aufgefallen. Okay. Ich hab jetzt einfach gesagt und tu so, als wär's mir tatsächlich aufgefallen. Also, ich muss den Gegner mal. Es klang jetzt die ganze Zeit, als wenn mein Mikro hier knistert oder irgendwie. Ja. Ich denk so, was ist denn das? Und dann laufe ich da so durch den Schnee und. Definitiv liegt das an dem Mikrofon. Nee. Es gibt es nur nicht gelaufen, bitte. Nein, tatsächlich, wenn du ein Kondensatormikrofon hast und du bist gerade in der Waschküche und nimmst da auf, kann es tatsächlich passieren, dass das Mikrofon knistert. Okay. Dann musst du dein Mikrofon quasi trockenlegen. Also das musst du dann erstmal wieder trocknen und das knistert wieder auf. Ah. Nee, es hat ja funktioniert irgendwie. Also. Ja, tatsächlich. Jetzt habe ich es tatsächlich correcto mundo gehört, oh. Ja, pass auf. Ich tue jetzt erstmal. Was nehme ich denn? Dann auf jeden Fall härter werden hier. Tja. Ja, wie gesagt, naja, den Fund hat er da. Aber na gut, das überlegt er noch. Das will ich jetzt noch nicht vorher wegnehmen, das Ganze. Alter, hier schreibt mir gerade einer wie ein Verrückter. Blablabla. Nein, wir sind falsch, glaube ich, oder? So. Ja. Nein, sind wir nicht. Falsch, richtig? Da rechts geht's weiter. Sag mal, hatten wir den Eiskristall gemacht oder nicht? Nein. Ja, wir müssen zu diesem Eisdinger, zu den Katzen da. Warum gehen wir denn jetzt nach rechts? Na, weil wir da bestimmt weitergehen, oder nicht? Nee, eigentlich geht's hier unlang. Ihr geht zurück gerade. Ja, ich glaube auch. Sicher? Ja, sicher. Dann gehen wir halt wieder zurück und nach oben. Ja, genau. Da hätten wir. Also mein Gefühl sagt mir gerade, hier ging es jetzt hier so weiter, genau. Hier hat man gespeichert und dann geht's hier weiter. Ich dachte, wir sind von oben gekommen. Nein. Ich dachte. Ich gehe auf den Zauberer. Ich bin schon voll. Mary kriegt ja voll erstmal die Schlammpackung. Schlammpackung! Add Action. Schlammpackung. Sieg. Sieg und Niederlage. Ich finde die Icons immer noch scheiße, ich wollte es nochmal sagen. Ich finde die immer noch geil. Ich finde die immer noch scheiße. Ich finde die immer noch geil. Ich bleib dabei. Ich auch. Es sieht mir einfach zu weiß aus, irgendwie so. Es ist einfach nur weiß. Ja. Nein, Kibbel, du bist schuld. Nein, bist Gold. Klar, ich hab's doch genau gesehen, du bist der Erste, der rausgegangen ist. Du bist auch reingerannt, sei nicht so. Ich wollte gerade auf die Truhe drücken, da bist du rausgegangen. Ich auch. Ich will gerade weglaufen dort. So. Und nö? Wenn wir jetzt wieder irgendwo ankommen, wo wir schon waren. Nein. Was wir nur nicht mehr wissen, wo wir waren, weil wir jetzt ja krankheitsbedingt 2 Wochen Pause einlegen mussten. Ja. Weil wir hatten die Mega-Seuche. Ja. Aber ich verletze euch. Ich will nicht mehr darüber erzählen. Es war grauenvoll. Oh. Ah. Und you are trapped. Oh. You are trapped in the dangerous Treppe. Treppe. Die gefährliche Treppe. Ja, the dangerous. So, wetten, jetzt gehen wir wieder zurück. Nein. Ich glaube auch. Nein. Das Leben hier ist hier zurück. Nie im Leben nicht. So. Ups. Ich habe die jetzt alle alleine platt gemacht, ja. Ich habe Schattenboxen gemacht. Ja, ist immer cool. Ein Item sammeln. Das sollten wir speichern. Gott, Item sammeln. Hier war nämlich zum Beispiel der Todesritter. Damals. Der Todesritter des Todes, ja, und den haben wir doch besiegt. Ja. Dann sind wir speichern war gegangen. War da nicht erst oder im nicht? Eispalast irgendwie drin? Nein. Oder sind wir gerade, wollten wir gerade trainieren? Nein, wir wollten nicht trainieren. Sicher? Ja. Ich bin mir da unsicure. Hier. Ich bin mir unsicure. Unsicher. Unsicure. Ist klar. Vitality. It's unbelievable. So, jetzt rechts oder links? Ja, links. Links. Lokolade. Links wieder eine Falle wetten? Nee, diesmal nicht. Aber vielleicht war rechts ein Speicherpunkt. Wollen wir fix mal gucken? Nein, da ist kein Speicherpunkt. Da kommen wir zu Forsena
zum Schloss vor Siena, glaube ich. Ja. Oder wie es auch immer heißt. Wenn du das sagst. Ich sage das. Ich bin ja der Leader. Und da kommt dann die GEMA und sagt, ja, du bist Leader, du musst jetzt bezahlen. Du bist Leader. Oh, sei noch ein Item so, was geht denn ab, ey? Voll krass geht hier ab. Weil heute Rosenmontag ist. Ja, super. Fuck. Übrigens, hier ist das Schloss, das wollte ich dir nochmal zeigen. Wir hatten nämlich rechts rum. Und das heißt nicht Forsena, sondern Altena. Ja, ich wusste es doch. Das Schloss doch. Alter. Doch, rechts lang. Ich hab's doch gesagt, ey. Ja, aber dann kommen wir doch wieder zurück, oder? Nein. Wir können doch einfach nochmal Lufti holen. Und nochmal starten rechts. Und nochmal landen. Nee, bestimmt nicht. Rechts war hier ganz klar das Ding jetzt. Ich glaube, es war links. Nee, links war das Schloss. Hat man doch gerade. Ja, aber... Oh, ich hab's gewusst. Ja, ich hab's gewusst. I'm sorry. Ich bin Shorshi. Orkanschub. Volle Möhre auf Mische. Verdient, ne? Verdient, du ja, weißt. Ja, ich weiß. Das ist so der obligatorische Schlag in den Nacken. So, kannst du mich mal heilen, Bill? Ich bin noch gar nicht hin, Alter. Ich hab nur noch 127. Du tust jetzt wieder nur so. Kannst du mich dann auch heilen? Ja, ich bin Hypochonder, ich weiß. Bist ein kleiner Schisser. Ich du bin der ja super Hypochonder. Musst du das Game durchspielen, wie so richtig Hardcore-Gamer. Ja, genau. Ja, genau. Der Three Hearts Run. Ja, genau. Wir spielen dieses Spiel ohne Level-Up. Level-Up und nur mit einem Herzen oder halbem Herzen. So 100 Pro, hier sind wir volle Möhre verkehrt, oh. Ja. Ich hab kein Blasso Schimmero. Nein, da oben geht's noch lang, oder? Nee, oder? Ich hab keinen Blassen. Geht's da lang? Nee. Ich spiel jetzt echt durcheinander. Tito! Ja, das Prostatur ist auch geil. Müssen wir jetzt ehrlich sagen, dass es da unten doch wirklich lang ist? Aber da ging's doch zurück zum Dorf. Nein. Was für ein Dorf? Es gibt doch so ein Eisdorf hier, so ein Frostdorf. Ein Scheißdorf. So ein Schneedorf. Da ging es 100% zum Dorf zurück, aber wo soll dann die Hülle sein? Die Hülle muss hier irgendwo sein. Ja, echt mal. Du weißt schon, was ich meine, ne? Dieses Eisdorf. Ja, dann gehen wir jetzt hier nach unten. Hey. Warte mal. Ja, hier muss man lang. Ja, genau, hier ist man richtig. So, ich gehe da unten auf den blauen Typi. So, jeder krallt sich jetzt hier einen Gegner immer. Außer es ist ein Ritter, dann gehen wir alle auf den Ritter. Einverstanden? Ja, und dann zauber ich auch gleich. Ja, genau. Und ich brülle immer Kill Bill an, dass er sein Special benutzen soll. Okay. Nee, ich hör's diesmal. Ich habe diesmal Ton an. Ich hör's sogar. Okay. Du hörst mich. Hörst du mich reden? Kill Bill? Kill Bill? Nein. Ich glaube, hier ist Speicherpunkt. Ey, krasse Wurst. Ey, woher wusstest du da? Ey, das ist ja voll. Das ist ja total. Leberwurst ist das ja. Weil ich auch mal was weiß. Leberwurst. Ne? Lecker mit Senf. Bierwurst. Hast du mal lecker sehen, Bierwurst mit Senf. Bierwurst. Wurst mit Öl. Bierwurst. Ist doch Wurst. Jo. Das geht mir an der Bierwurst vorbei. Katzen, ja, ich habe Angst vor Katzen. Ey, wartet mal, wir müssen mal gucken, ob wir uns doch ausrüsten können. Verzeihung, ich drückte den falschen Knopf eigentlich. Weil wenn, dann haben wir uns schon ausgerüstet. Nee, eben nicht. Wir haben uns nicht komplett ausgerüstet, weil wir nicht genug Gole hatten. Deswegen gucken wir doch einfach mal da rein und dann sagt das dann, wie es aussieht. Erstmal Waffen am besten. Willkommen. Die Waffen sind am wichtigsten. Ich guck erstmal bei Micha. Machst du mir auch eins? Ich bin gut. Ja, mach mir auch eins. Super. Mary ist auch cool ausgerüstet. Scheiß? Ja. Kilby ist auch cool ausgerüstet. Also Waffen haben wir schon mal. Huch. Okay, das ist doch schon mal nice. Rüstung. Rüstung? Jetzt bei dem anderen? Ja. Okay. Du. Deswegen sind es auch zwei. Ja, ist verständlich. Wäre ja viel zu schwierig, da so einem anderen Katze viel mehr reinzu. Nein. Genau. Was hast du gedacht hier? Ja, was hat dort? Ach, deswegen den paar Punkten haben wir es nicht mitgenommen, deswegen. Ja, aber die Nein, da gab es immer zwei Versionen, oder wie waren das? Nee, das waren ein paar Punkte, diese komischen. Ja, das ist immer bei der Abwehr. Wir können jetzt mitnehmen, wir haben genug Geld. Bei der Abwehr ist es immer nur ein paar Punkte, das ist normal. Aber die wirken schon viel. Ich guck mal hier. Ja, guck mal, Kilby kriegt jetzt sowas. Die was ist das für Mary? Mary kriegt das auch noch, so. Okay, Hütchen. Nehmen wir das wieder plus zwei Punkte, ja. Ja, das ist normal, das sind noch die kleineren. Ist egal. Zwar. Wir haben Geld, wir können es ausgeben. Ja, und dann gehen wir gleich zurück nochmal speichern, ey. Ja. Ohne Scheiß jetzt. Auf jeden Fall. Jawohl. Und der Ring für die Kilby. Rubinauge. Und der Mützchen für Mische und Nebeltaro. Für Mische. Nebeltaro. Das haut sogar hin, ne? Echt? Warum?
Stink. Oh, fuck, falscher Knopf. Ja, ist wie immer. Ja. Ich wollte nur mal gucken, ob wir auch unsere neuen Schokis drin haben. Ne? So. Ja, tu mal anrüsten hier. Ich bin doch dabei. Sei mal Pro, Mann. Voll mega Pro. Mhm. Ich bin der Game Pro. Kobold-Hut. Nebeltarot. Sind das jetzt Ohrringe? Cobra-Ohrringe und Nebeltarot. Ja, das ist eine Frage, ne? Nebeltarot sind eigentlich Karten, aber das ist ja auch nur so ein Talisman. Das kann schon hinkommen. Fuck. Was machst denn du hier von so? Ich bin doof. Chakraband und Werwolf Mähne. Heilige Meerwolf. Die Meermädchen Mähne. Bernsteinschutz. Na Mensch. Aber wenn Bernstein. Ah ne, Bernstein verbrennt, glaube ich, irgendwie nicht, ne? Wie war denn das? Also, es ist auf jeden Fall alt. Ja, Bernstein brennt schon, aber das bleibt, ist dann so schwarz. Iodmoran. Ja, genau, der Iodmoran. Der Iodmoran. Runen. Iodmoran. Ja, da hat man geguckt, ne? Das war irgendwie komisch. Auch, ne? Ja, okay. Ich weiß aber nicht mehr, was wir rausgefunden haben. Aber wir haben was rausgefunden. Kommt ihr mit? Ab zur Safe Station. Wir kommen nicht mit. Wie gesagt, ich weiß nur, dass wir was rausgefunden haben, aber was? Seeschlange! Sie angeheuer. Der rennt wieder zu, ne? Ist klar, ey. Ich will speichern. Doch egal. Es ist mother wichtig. Und fucking awesome. Das ist awesome. Zack. So. Jetzt haben wir Folge. Jetzt können wir die Leute auch noch richtig eine vor dem Pelz hauen. Jetzt haben wir Schutz, jetzt haben wir Waffe. Und wir haben Waffeln. Gleich mal testen. Wow, haut voll rein, Mann. Hier, siehst du das? Zwei Schläge tot, oder? Bam. So muss das sein. So muss das sein, so macht's wieder Spaß. Los Siegos. Los Plagos. Los Ritos. Und das Eislabyrinth. Los Labyrinthos. Los Labyrinthos, genau. Also jetzt muss hier irgendwo eine Tür auf einen Höhleneingang sein. Ritter Action! Samari gleich geschalten, zack! Bam. Erstmal Kraftschwund, oder? Ja, auf jeden Fall. Genitiv. Genitiv. Mach gleich nochmal einen Zauberobst. Nein! Fuck, jetzt macht er gleich sein Special. Ja. Ach ne, der hat sich jetzt Blitzkraft gegeben. Danke. Hier, mit meinem mega Let's Dance habe ich ihn einen reingehauen. Abwehrschwäche. Ja. Und jetzt gehen wir auf ihn drauf. Los geht's. Kibbel! Mhm. Nicht so viel Pizza fressen, mehr angreifen. Mach ich. Falsch. Seid ihr bereit? Allzeit bereit. Oh, der ist tot. Das geht auch schnell. Ja, das ist ja schon so ein billiger kleiner Ritter, ey. Weil du den schön geschwächt hast. Dafür haben wir jetzt Probleme, den Hase zu besiegen, ey. Der Hase. Der Popo-Hase. Oh Gott, der ist popomäßig auseinandergefallen, ey. Voll kross. Jo, Volleyball, Ölversprechen. Nebelritter, Mama Poto. Genau, am besten erstmal Abwehrschwäche, dann könnt ihr schon mal angreifen, dann tue ich noch einen Kraftkurve. Gute Idee. Das ist besser. Es müsste wie bei Mario Party sein, so je mehr man drückt, desto besser greift man an. Mhm. Und irgendwann fällt der Knopf aus dem Controller raus. Ja. Löwenritter. Oh. Verschreibung. Riesenauge. Fuck. Oh. Ich werde ihn. Eine verblätten! Boah, das war voll der Move, ey. Ja, aber normal hat uns der Move getötet. Kippe kann uns dann trotzdem heilen danach. Wenn er jetzt hier. Hey, seit wann sind das zwei Hasen geworden? Ja, verdammt. Hä? Oder hat sich der Ritter verwandelt in einen Hasen? Nee. Er hat sich getan. Die verdammt sich. Heilen! Was ist denn? Heilen! Heilen! Boah. Alte Knöpf, verdammt. Alter! Nimm erstmal die Kiste mit. Oh. Ja, ich könnte. Ja, dann fahren wir los und bringen wir wenigstens auch ein Stück Pizza mit 80-fach Käse und so. Ich wohne hier. Los Meros. Los Mario. Ja, aber mit O hören normalerweise die männlichen Namen auf. Also wenn, dann müsste es Mario-i sein. Mhm. Ist auch noch? Nee, ja. Nee. Oh, ja. Ja, gibt ja auch noch. Passt schon. Mensch, und eine volle Tube. Oh, yeah. Ein Frostadrache. Frosta ist für alle da. Alle da. Frosta da.
Die Werbung. Das Video wird gesperrt werden. Nein, wir machen keine Werbung. Wir machen uns lustig über den Drachen mit seinem coolen Krebelschnauze. Oh, ich verrecke. Oh mein Gott. Echt mal. Ey, wieso hat denn jetzt ein Special auf den blöden Arschhasen gemacht, ey, ohne Scheiß? Auf den Bullen? Gib mir Schokolade. Ja. Schokolade zum Frühstück. Da gab's mal einen Film, Schokolade. Der hieß Schokolade. Schokolade zum Frühstück. Esse ich hier und auch mal dort. Oh, guck mal, da krieg ich ja gleich direkt eine Fumpe. Bam, voll die Augen gekriegt. Krass, Mann. Guck mal, wenn er normal da steht, hat er keine Augen. Aber wenn er auf eine raufkriegt, hat er Augen. Na, genau. Das ist wie mit den Muscheln. Die haben normalerweise auch keine Augen. Na, guck mal, der hat keine Augen, ne? Aber hau mal drauf. Ja. Ja, boom. Krass, Mann. Hast du gesehen, wie muss man? Ja, ich merk mir das. Merk ich hätte auch mal so eine coole Cutter entwickeln, dann mache ich dann. Oh. Lol. Aber irgendwie geht's hier nicht so weiter, wie ich das dachte. Nee. Wer hat sich Wer muss denn hier unbedingt drauf gehen? Warte mal, es war doch Mary, oder? Nein. Das war Kill B. Weit passiert. Gefahren. Oh. Joa, Mann. Wer ist jetzt hier reingegangen, hä? Na, wer ich, weil wir hier lang müssen. Voll die Falle, ey. Ich hab doch noch den Weg habe ich noch genau vor Augen. Weiter. Oh. Geht vielleicht weiter. Vielleicht müsste ich auch mal jemanden angreifen, ne? Ja, so Schattenboxen ist dein Hobby, ne? Ja. Ich bin eigentlich viel lieber der Sniper, weißt du? Aber es geht ja nicht. Nee. Wieso habe ich denn hier noch einen Aufladepunkt? Der geht doch normalerweise weg. Jetzt ist er weg, okay. Oh ja. Hm? Hätte ja was versteckt sein können. Na klar. Mama Popo Hase. Und Mama Popo Drachen. Der Popo Drachen. Der Drache hat einen Popo. Oh, ja, Kibbel, geh direkt du auf den Drachen, Ritter. Ey, hast du auch voll die Grafikfehler hier so gehabt? Ja. Dezent manchmal, ja, aber das hatten wir das letzte Mal ja auch schon. Naja, das ist vom RAM. Ich glaube, der verträgt da nicht mehr. Der Grafik- ja, geh wieder auf den blöden Arschhasen, genau, ey, ist ganz wichtig. Kibbel, ich komm zur Rettung. Oh. Oh, einer ist Kill. Ah, die Mary wieder macht schlapp. Nee, die Mary hat ja zwei Gegner. Und hatte bloß eine Lanze und kein Double Dagger. Kein Double Dagger. Genau. Was ist denn ein Doppelkurzschwert? Klingt doch viel cooler. Scheiße, Double Dagger. So muss es aussehen. Ja, du mit deinem Roundhouse Wolfskick. Sag mal, ruggelt es bei dir ein bisschen, oder? Nee. Ja, es ruggelt. Nee. Ich auch ein bisschen ruggelt. Erzähl nicht so ein Quatsch. So. Es liegt an Pinkern oder seine Leitung. Links oder rechts? Links oder rechts? Also, ich sag ja immer, hier geht's weiter, ne? Ich behaupte rechts. Und da war's auch nicht. Ja, warte mal. Zack, das heißt nicht, dass es da nicht weitergeht. Ja, vielleicht kommt jetzt hier gleich der Endgegner. Ja. Das ist nämlich der Türengegner. Oh ja. Du musst rausfinden, welche Tür die richtige ist. Und wenn nicht, hast du eine Trap. Ja, das ist, hinter einer Tür ist ein Löwe, hinter der nächsten Tür ist ein Tiger. Oh, diese, hast du es gesehen? Gibt's da raus? Ja, gibt zwei Ausgänge, links oder rechts. Und oder oben. Bevor wir das machen, würde ich mal speichern. Ich denke mal hier so einen Speicherpunkt. Ja. Nein, hier geht's weiter. Nee, hier geht's nicht weiter. Doch, klar. Wir sehen. Dort hätte es auch einen Speicherpunkt geben sollen. Da gab's drei Wege. Das war uns so eindeutig. Das war eindeutig. Das war ein Weg bestimmt Speicherpunkt. Nee, ich denke mal, es war einfach zu viel. Aus Dresden. Meine Fresse, klappt's von der nächsten Mal. Ah, du wieder hier. Ist das eine Falle, Mann. Ja, du bist auch eine Falle. Ich würde hier nicht weiterlaufen. Ich denke, hier kommt der Boss dann. Nein. Wenn du sagst. Ja, ich weiß doch, wir sind ja schon ja lang gelaufen, 500 Mal ungefähr. Aber nie waren wir hier. Nee, eben. Wir sind bei der anderen Tür weitergelaufen und da ging es weiter. Ach so, so meinst du das? Ja, so, ich bin ein Schneemann. Und wenn du sagst, gut. Schneemann. Ich mach's mal alle platt hier. Du bist, glaube ich, ich. Nein. Doch, ich bin Mary. Hören Sie mal zu, dass du hier kaputt machst. So? Genau, schön in die Fresse. So, Mary, kannst du wieder reinkommen? Weißt du, der lebt immer noch. Ja, ich zieh den auch plus eins ab, ey. Das ist so ein Spinner, ey. Voll fett, ey. Heilung? Und heile. Ja, ich seh's doch. Gib uns die volle Dröhnung. Ja, ich komm nicht immer zum Zaubern, krieg ich vorher noch einen Bomben in die Fresse, schön. Heilen und dann hier, also nee, nimm erstmal das Bonbon. Alter, nee. Correcto mundo. Nimm erstmal das Bonbon.
Lutschen. So, wo gehen wir denn lang jetzt, hä? Geradeaus, rechts. Geh erstmal lang. Richtig fett ein, lutschen. An lutschen. Schön nuggeln. Tja, was machen wir jetzt? Den Part beenden oder machen wir das nicht? Na, sag doch mal, wie viele Minuten haben wir denn? Wir sind jetzt bei 20 Minuten und 13 Sekunden. 14. Ja, da machen wir jetzt hier eine Pause, würde ich sagen. Kann ich mal aussagen. Also Leute, wir sehen uns in dem nächsten Part wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Secret of Mana 2, der deutsche Übersetzung von den G-Trails. Macht's gut, bis dahin und tschaußen. Tschüss.